Bratislava, letzter Spieltag der Vorrunde. Es spielen die geschlagenen Gruppengegner von Deutschland und Polen für Belarus und Österreich das Turnier nach diesem Spiel beendet. Aber es geht nicht nur um die goldene Ananas, die Platzierung im EM-Turnier wichtig beim Setzmodus der WM-Qualifikation. Erstes Tor des Spiels für die Österreicher, Sebastian Frimmel, er ja mit überragender Quote gegen Deutschland. Knapp 3 Minuten gespielt, Belarus in Ballbesitz und Ausgleich. Baliowski. Die Österreicher setzen sich erstmal ab. 6 Minuten gespielt, Robert Weber mit dem schnellen Gegenstoß. In seinem 200. Spiel der Ex-Magdeburger war mal Torschützenkönig der Bundesliga. Immer gefährlich auf der Gegenseite, auch ein bisschen griechisch-römisch, Kreisläufer Aziem Karalek aus Kielce mit dem Anschlusstreffer. Und dann Vajupau. Mit dem 3:3 Ausgleich. Er zweitbester Torschütze der letzten EM. 14. Minute, Zwischenspurt der Österreicher. Parade Doknic. Der Ball bei Alexander Herrmann. Der Gummersbacher mit der ersten 3-Tore-Führung für Österreich. 3 Minuten später, Sebastian Frimmel an der 7-Meter-Marke. Er weiter mit 100%-Quote. Österreich 4 Tore vor. 20 Minuten gespielt, weiter 4 Tore Rückstand Belarus. Und Rückraumschütze Aziom Kulak findet die Lücke. Der Rückstand wieder verkürzt auf 3. Vajupau an der 7-Meter-Marke, eher ein ganz sicherer Schütze. Nur noch 2 Tore Rückstand für Belarus. 11. Tor für die Belarussen. 5 Minuten noch zu spielen. Der 2-Tore-Rückstand besteht weiter. Wieder Vajupau, ganz sicher sein 5. Tor. Belarus, sie lagen schon mit 4 Toren zurück. Gute Moral, guter Handball und Ausgleich. Krivenko, 4 Minuten vor dem Pausenpfiff. Unentschieden steht's dann auch zur Halbzeit. Astra Schabkin, humorlos und präzise. 16:16, der Halbzeitstand. Juri Schewtsow, der Trainer der Belarusen, nicht unzufrieden, aber Kollege Ales Pajovic stand doch besser gelaunt zu Beginn der zweiten Halbzeit. Brozovic und die schnelle 2-Tore-Führung für die Österreicher. 18:16, dann steht's 19:17 auch, weil es Doknic mal unkonventionell versucht, gute Idee. Es bleibt bei der 2-Tore-Führung für die Österreicher. Wenig Tore zu Beginn der zweiten Halbzeit, weil beide Teams gute Torhüte haben. Wie gesehen, Doknic stark bei den Österreichern, Ilja Usyk jetzt bei Belarus im Kasten. Torhüter und Kreisläufer stark bei den Belarusen. Es ist sein Turnier. Aziem Karalek, sein 4. Tor. Belarus wieder dran, Spielstand 19:20. Und Mikita Vajupau mit dem Ausgleich. Und gleich noch einmal, sehr zum Ärger von Ales Pajovic, der außen aus Brest. Vajupau, es ist die erste Führung der Belarusen seit dem 4:3. Ilja Usyk im Tor jetzt immer stärker. Und jetzt steht auch die Abwehr der Belarusen. Und sie machen was draus. Krivenko ganz entspannt. Jetzt sind es schon 2 Tore. Die Belarussen, so scheint es, haben mehr zuzusetzen. Bei Österreich ist der Tank jetzt doch leer. 3-Tore-Führung für das Team von Juri Schewtsow, aber Österreich kämpft noch einmal. Nikola Bilic, 26:28, er verkürzt nochmal auf 2 Tore. Und Österreich nochmal am Ball und mit der Chance ranzukommen, Brozovic, aber Usyk ist wieder dran. Das war's. Nochmal die Belarussen. Am Ende ist es ein etwas überraschender, aber hochverdienter Sieg für Belarus. Das junge belarussische Team schlägt Österreich zum Abschluss der Vorrunde mit 29:26.